Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz, und zwar diesmal mit No Place Like Home, einem Indie-Titel, der dieses Jahr noch in den Early Access starten soll. Auf Steam steht Early Access Coming Soon, Link in der Videobeschreibung. Und das Spiel ist von Chicken Launcher, beziehungsweise der Publisher ist Realm Distribution. Und es erinnert so ein bisschen an Stardew Valley. Die Lore ist so: Die Menschheit hat die Erde verlassen, ist Richtung Mars gezogen und ein Teil ist zurückgeblieben und räumt sozusagen den Planeten auf. Und wir starten am besten einfach mal unser Spiel, damit ihr seht, um was es geht. Wir spielen in dem Spiel die Ellen. Die hat einen Staubsauger auf dem Rücken, der Müll aufsaugen kann. Und wir kriegen hier so ein bisschen die Grundlagen der Steuerung. Wir können uns das auch in Optionen nochmal angucken. Wenn ihr Tab drückt, kommt ins Inventar. Und dann werden hier so ein paar Grundlagen erklärt, wie Sachen produziert werden. Aus Gemüse wird Essen, aus Müll wird recyceltes Material und aus Eiern wird Mayonnaise. Das scheint sehr wichtig zu sein in der Zukunft. Dann haben wir hier eine kleine Hütte da oben. Da gehen wir gleich rein, aber erstmal fangen wir an und saugen hier ein bisschen Müll auf. Und alles, was hier am Boden liegt, kann eingesaugt werden. Vor allem auch diese großen Brocken. Wir machen uns erstmal einen schönen Weg frei. Da vorne ist auch schon der erste Gegner. Der will uns angreifen. Wir sind aber recht simpel. Einfach mit der Schippe draufgeschlagen. Und dann gibt es als Belohnung eine Batterie. So. Und da ist noch ein zweiter. Es gibt verschiedene Gegnertypen. Es gibt verschiedene Materialien. Also diese kleinen Erdsäulen, die ihr hier seht. Die können wir einfach wegprügeln. Dann gibt es hier diese Säulen, in denen so ein bisschen, was ist das, Bretter oder sowas stecken. Und die geben, wer hat's gedacht, Bretter. Dann haben wir die Säulen mit den Blumenkübeln. Die geben Setzlinge. Und wir müssen uns hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Das alles wegschlagen und einsammeln. Wir machen hier alles schön sauber, um uns was Neues aufbauen zu können neben unserem Baumhaus. Unserem zukünftigen Baumhaus. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Bretter. Den losen Schmutz können wir wieder einsammeln. Das können wir einsammeln. Hier können wir das Feld reinigen, was hinterlassen worden ist. Nur nicht das Hühnchen einsaugen. Kann nicht passieren, aber. So, ihr seht diese Maschine, die schon angefangen hat zu bitzeln. Das liegt einfach daran, dass ich E gedrückt habe, um Sachen aufzusammeln. Denn mit E könnt ihr auch hier diese Maschine befüllen und dort könnt ihr praktisch diesen Müll reinpacken, der hier unten ist, Trash, und dann entsprechend umwandeln. So, haben wir schon Setzmaterial? Nein, haben wir nicht. Ich glaube, hier haben wir einiges zerstört. Wo haben wir denn Saatgut gehabt? Da haben wir auch schon was zerschlagen. Wenn nicht, saugen wir uns mal hier hinten durch. Hier ist nämlich noch überall Material versteckt. Flöpp, flöpp, flöpp. So, das ist alles Holz. Das brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen Saatgut. Hier, das ist zum Beispiel Saatgut. Machen wir erstmal den groben Müll weg. Alles klar, das hier brauchen wir. Diese Säckel brauchen wir, da können wir die nämlich nachpflanzen. Da brauchen wir eine ganze Menge von, denn wir müssen das Material einkochen, was wir hier finden. Also nicht den Müll, sondern die Kartoffeln müssen zu Essen gekocht werden. Das ist nämlich alles ein Tauschmittel bei dem ansässigen Händler. Kommen wir hier oben noch hin? Da oben kommen wir jetzt wohl nicht ran. Oh, schade. Da können wir noch wegsaugen. Da war noch ein bisschen was drin. Im Endeffekt müssen wir eine ganze Menge wegräumen. Also wir müssen erstmal diesen Bereich hier vorne räumen. Oh, da ist ein Groß gelandet. Da hinten. Ein Kartoffelsetzling ist weggeflogen. Und ich würde sagen, wir machen hier erstmal
Erstmal reine. Wir brauchen den Platz sowieso, um später Sachen zu bauen. Wir haben nämlich 5 verschiedene Quests, die wir erledigen müssen in dieser Demo. Wir haben hier oben einmal einen Pickhammer zu kaufen, einen Hühnchenstall zu bauen, 5 Hühner zu tamen, einen Roboterstall zu bauen und 5 Roboter zu tamen. Das ist praktisch Bestandteil des Ganzen, um hier so ein bisschen die Grundlagen zu vermitteln von dem Spiel. Aber jetzt müssen wir erstmal aufräumen. Ein bisschen den Müll entfernen. Hier sind auch noch ganz viel Säckel drin. Okay, hier können wir noch weitermachen. Gut, prinzipiell müssen wir uns den Weg sowieso zum Händler freigraben, denn der liegt hinter Müllbergen. Da haben wir noch ein Buch, das ist noch ein Tauschmaterial. Und hier sind noch solche, das ist gut. Denn diese dicken Säulen, wo wir die Pflanztöpfchen da drin sehen, da befinden sich nämlich auch... Da befindet sich nämlich auch noch Saatgut drin. Und das ist erstmal wichtig. Wir müssen nämlich so, oder sollten so schnell wie möglich hier erstmal Kartoffeln anpflanzen. Die brauchen nämlich im Moment, bis sie wachsen. Wer hat's gedacht? So, da haben wir noch einen, da haben wir noch einen. Was haben wir jetzt? 20. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber es geht mehr. Oh, da fliegt's weg. So. Da ist noch ein und da ist noch eine Säule. Uiuiui. Home Run? Wo ist es hin? Sehr weit geflogen. So, den Platz brauchen wir vorne nämlich, weil wir wollen ja neue Geräte aufstellen. Ich glaube, mein Spaten ist gleichzeitig wie ein Baseballschläger. So, jetzt sammeln wir hier mal fleißig ein. So, den Bereich machen wir auch gleich noch frei. Das ist jetzt halt ein bisschen Arbeit am Anfang, aber den Platz brauchen wir, um zum Beispiel den Hühnerstall zu bauen. Außerdem haben wir da genügend Setzmaterial und mein Inventar ist voll. Das muss ja auch sein. Ne? So, die 3 Säulen noch und dann haben wir zumindest diesen Bereich hier frei. Das langt dann, um Sachen anzupflanzen. So, alles entfernen. Ah, das müssen wir auch noch wegmachen da drüben. Ja, der Mensch, die Menschheit hat sich gedacht, ey, ab auf dem Mars, hier ist so dreckig, hauen wir es mal ab. Auf dem Mars ist bestimmt besser, da haben wir noch mehr Platz, das zuzumüllen. So, jetzt haben wir ganz schön lange hier Erde weggeklopft. So, jetzt können wir ein bisschen was pflanzen. Fangen wir hier vorne an. Oh, das Hühnchen steckt fest, habe ich das Gefühl. So, wir wischen hier wild übers Feld. Dann haben wir auf der 0 haben wir noch Saatgut. Das haben wir auch. Haben wir noch mehr? Ja, ein bisschen was haben wir noch, ne? Können wir auch mal hier unten drauf packen. So. Dann pflanzen wir das komplette Feld mal zu. Umso schneller wächst das Ganze auch. So, jetzt können wir wässern mit der rechten Maustaste. Einmal klicken. Ups. Na, komm. War doch rechts. Komm. Will nicht. Warum nicht? Saugen geht. Ah, jetzt. Okay. Das haben wir gewässert. Und das haben wir gewässert. So, hier können wir nochmal Material umwandeln. Und jetzt hört ihr schon an der Musik, 20 Uhr, wir sollen uns ins Bett legen. Aber auch hier müssen wir vorher nochmal aufräumen.
Auch in unserem Baumhaus hat jemand gewohnt, der es mit dem Müll nicht so genau genommen hat. Wird bestimmt gut riechen hier drin. Aber was will man machen? So. Das Bett können wir reparieren mit Holz. Das machen wir auch umgehend und legen uns ins Bett. Und schlafen bis zum nächsten Tag. 9.30 Uhr, die ideale Zeit, um aufzustehen und weiterzuarbeiten. Wir können die Maschine neu befüllen. Und können hier neu wässern. Na, so richtig können wir nicht neu wässern, denn... Jetzt habt ihr schon gehört. Da haben wir eine Kartoffel. Da haben wir noch eine Kartoffel. Wir müssen Wasser besorgen. Uns fehlt nämlich Wasser, um das Feld zu wässern. Und wir waren auch nicht beim Händler. Das machen wir aber jetzt. So, Wasser haben wir drin. Und den Roboter, den hauen wir jetzt auch direkt eins auf die Mütze. Au. Amber. Oh, da ist ein spuckender Roboter. Gibt verschiedene Arten von Gegnern. Aber die Anfangsgegner sind wirklich sehr leicht. Haben wir. Wasser haben wir auch. Dann würde ich sagen, wässern wir erstmal unser Feld. Bevor wir weitergehen. Hier steht noch eine Menge rum. Aber hier haben wir schon mal schön Platz geschaffen. Und jetzt wässern wir das Feld hier. Ups. Und da noch hin. So, jetzt kann das hier schon mal wachsen, wenn wir beim Händler verhandeln. Und wir saugen noch ein bisschen Wasser auf. Bevor wir das nachher vergessen. Und jetzt geht's hier runter. Da ist noch ein Roboter eingesperrt. Na, komm her. Okay. Mike hat auch ganz schön Müll im Garten. Auf dem Aufräumen hält er anscheinend nichts. Ah, wir sind ja da. Ellen macht das. Gar kein Problem. So, moin Mike. Den können wir auch ansprechen. Hi Ellen. Wie ist deine Farm und so weiter? Hi Mark. Ein paar rudimentäre Dialoge, das, naja. Hier sind wir auch, hier sehen wir auch ein bisschen, was später noch kommen wird. Hier sehen wir eine Stadt. Oder beziehungsweise dahin geht so eine Autobahn entlang, auch alles zerstört. Aber hier endet die Demo. Wir können nämlich die 5 Quests machen. Steht hier. Und wir besorgen uns jetzt erstmal ein bisschen was von Mike. Wir nehmen uns nämlich noch einen Recycler mit und wir nehmen uns eine Küche mit. Eine Kiste brauchen wir erstmal nicht. Das Inventar ist am Anfang groß genug. Und jetzt müssen wir nämlich einkochen, denn mit dem Eingekochten können wir dann wiederum den Hammer eintauschen. Wenn wir ihm was zu essen kochen. So. Deswegen platzieren wir jetzt hier einmal den zweiten Recycler und So, den stellen wir jetzt einfach mal kompakt dahin und die Küche. Boah, auch hier in der Nähe vom Feld. So, da steht die Küche. Hier können wir schon mal 5 Kartoffeln reinmachen, die wir schon geerntet haben. Hier können wir noch ein bisschen recyceln und wir können auch den zweiten hier befeuern. Und wir müssen wieder nachpflanzen. Da haben wir noch und da haben wir noch. Sehr schön, alles gewässert, keine Kartoffeln fertig. Hier durch den Zaun können wir schon mal ein bisschen Müll wegsaugen. Dann machen wir hier noch ein bisschen frei, würde ich sagen. So. Geht doch. Sagen wir, machen hier mal ein bisschen Platz in den anderen Bereichen. Im Endeffekt müssen wir so sehr auf die Kartoffeln warten, bis die gewachsen sind. Aber wir können auch einen Tag überschlafen. Wir können auch mitten am Tag ins Bett gehen. Ob das später noch so sein wird, weiß ich nicht. Aber das ist halt in dieser Pre-Alpha, in dieser Demo, ist es so möglich.
So. Hier fliegen schon die Materialien rum, die ich hier so weggeprügelt habe. Das ist eine ganz schöne Arbeit hier. Na, ich glaube, an den einen Kartoffelsack, der da oben liegt, kommen wir nicht ran, aber wir haben ja zum Glück noch genügend. So, und erstmal schlagen wir alles weg und dann können wir den Rest wegsaugen. So, gleich haben wir es. Ja, das Gebiet geht da hinten, hier in diese Richtung geht es noch weiter. Da sind auch noch andere Materialien. Ihr seht auch zum Beispiel an dem Eingang hier zum nächsten Gebiet sind ja diese roten Säulen hier so praktisch mir jetzt entgegen. Die kriegen wir halt nur mit dieser Spitzhacke kaputt, die wir bekommen. Und dann gibt es später nochmal so blaue Säulen. Da weiß ich nicht, was man dann braucht. Da geht es dann wahrscheinlich einfach in dem im Crafting irgendwie weiter. Ich selbst würde mir wünschen, dass es hier noch so ein bisschen Survival-Aspekte gibt. Dass es noch so ein bisschen anspruchsvoller in der Art ist, aber wie gesagt, steht ja auch direkt im Hauptmenü, kann sich alles noch ändern. Oh, es wird jetzt schon wieder Nacht. Naja, wir haben ein bisschen was geschafft, bevor wir ins Bett gehen. So. Das haben wir auch noch. Noch irgendwas fertig geworden im Feld? Nein. Hier können wir es durchtauschen und hier können wir uns das Essen mitnehmen. Jetzt legen wir uns erstmal ins Bett und schlafen eine Runde. So, gute Nacht. So, da sind wir. Die recyceln wieder fleißig. Die Kartoffeln brauchen wohl noch Wasser. So. Können wir jetzt schon was einsammeln? Jo. Den können wir einsammeln, den können wir einsammeln. Dann besorgen wir gerade nochmal Wasser da hinten. Und wir können mal zu Mike gehen, ob wir schon den Hammer kriegen, weil wir haben jetzt Essen einge... Wir haben jetzt Essen soweit gekocht. Das müsste reichen. Ich glaube, der braucht nur 5 Essen für den Hammer. So, da ist auch noch ein Hühnchen versteckt gewesen. Deswegen schauen wir mal, ob Mike mit uns jetzt tauschen mag. Da ist er. Nice. Sehr schön. Brauchen wir eine Küche? Nee. Recycler brauchen wir auch nicht. Passt erstmal. Da jetzt nicht irritieren lassen, das hat mich am Anfang total irritiert. Wir haben jetzt den Hammer nicht im Inventar. Das liegt aber einfach daran, dass praktisch der Schlag, den wir haben, also Schlag haben wir auch, den habe ich vor allen Dingen, den kann man praktisch, wenn man den auflädt, also beziehungsweise die linke Maustaste hält, dann kommt praktisch der Hammer zum Vorschein und der macht dann andere Sachen kaputt. Bei der Gelegenheit ist mir gerade eingefallen, dass hier unten bei Mark nämlich diese Art von Barrikaden sind. Und da kriegen wir Steine. Und die können wir einsammeln. Mit denen können wir auch wiederum Handel betreiben, sozusagen. So. Müssten wir eigentlich schon wieder was Neues eintauschen können. Ich meine, das ging hier. Genau. Wir können jetzt hier einen Hühnchenstall eintauschen. Und da brauchen wir noch ein bisschen mehr Stein. Aber das haben wir im Moment noch nicht. Weil den sollen wir auch bauen, ne? Steht ja oben bei der Quest. Nicht nur den Hammer, sondern auch den Hühnchenstall bauen. Und die Hühnchen können wir dann überzeugen, mitzukommen, wenn der Hühnchenstall steht. Dann bauen wir den nochmal direkt. Bauen wir direkt neben unser Feld. Zack. Und jetzt können wir hier mit Kartoffeln, also wir können hier erst nochmal gießen. Okay, und wir können noch was nachpflanzen. Jo, dann können wir nämlich mit den geernteten Kartoffeln, können wir hier, ne,
muss kurz das Wasser abbrechen. Zack. Können wir das Hühnchen überzeugen, bei uns einzuziehen. Und jetzt sehen wir zum Beispiel hier oben Quest finished. Wir haben das gebaut. Wir haben ein Hühnchen schon überzeugt. Wir brauchen allerdings noch ein bisschen mehr Kartoffeln. Deswegen dauert das jetzt noch ein bisschen. Aber ich glaube, eine Kartoffel genau haben wir noch. So, langsam sieht das doch ganz hübsch aus. Hier haben wir noch Stein. Sehr nice. Zack. Und das Ding noch. Alles eingesammelt. Und irgendwo war doch hier noch ein Hühnchen dazwischen. Hier vorne. Ja, eine Kartoffel. Kommt zu uns in die Kommune. Und mit Hammer geht's auch, aber ich glaube, das ist irgendwie effektiver, weil man nicht die ganze Zeit vorbeischlägt. Na, Hühnchen, bist du überzeugt? Oder müssen die gar nicht und müssen nach Hause? So. Schon langsam wieder dunkel hier. Ich glaube, hier hinten den Eingang können wir nochmal freimachen. Können wir auch mit dem Hammer zerschlagen. Will er uns angreifen? Bestimmt. Oh, 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 ich muss hier raus. Okay. Der bekämpft uns auch. So, jetzt gibt's aufs Maul. Aua. Zwei sind einer zu viel. Oh. Er konnte drüber springen, ich nicht. Da ist auch noch ein Hühnchen. Das ist gut, dass wir hinten reingegangen sind. Aber wir haben keine Kartoffeln, um unserem Wunsch Nachdruck zu verleihen, dass er doch bitte bei uns einzieht. So, da haben wir auf jeden Fall genügend Material. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier die... bis hierhin ist ein Brocken geflogen. Dass die Kartoffeln fertig werden. Ja, hier ist noch nichts fertig. Ich würde sagen, wir gehen ins Bett. So, dass die Kartoffeln hoffentlich am nächsten Tag fertig gewachsen sind. Oh ja, das sieht gut aus. Da können wir gleich was zum Kochen ansetzen. Und vor allem müssen wir auch neue Pflanzen. Aber erstmal müssen wir die Hühner überzeugen. Ah, wahrscheinlich. Die sind schon dabei. Die geben nämlich Eier im Gegenzug. So, wir klicken uns hier mal so ein bisschen durch, damit wir die ganzen Setzlinge hier schnell setzen können. Alles klar, dann haben wir auf der 3 haben wir noch welche. Und auf der 4 haben wir auch noch ein paar. Okay. So, haben wir noch Wasser? Haben wir noch. Okay. Oh, da war es leer. Schade eigentlich. Jetzt sagen wir jetzt erstmal das Hühnchen da überzeugen. Wo war das? Das war ganz hinten, ne? Nicht. Hallo Hühnchen. Komm mit. Hast du noch irgendwelche Geschwister hier in der Umgebung?
Da ist noch einer eingesperrt. Jetzt, weil ich die Roboter auch mit diesem starken Schlag kämpfen können. Da ist noch ein Hühnchen. So, fehlt noch eins. Ich glaube, wir hatten noch... Wie viel haben wir jetzt? Haben wir vier? Vier von fünf, ja. Ich glaube, ich habe noch eins gesehen da hinten. Gut, wir werden jetzt, glaube ich, nicht die kompletten Quests hier durchkriegen. Da, jetzt haben wir fünf. Müssen wir Roboter irgendwie überzeugen. Da habe ich eigentlich überhaupt keinen Plan, wie das genau funktioniert. Ein Barn for Robots, also eine Scheune für Roboter sollen wir bauen. Mal gucken, ob wir die hier eintauschen können. Bei Mike. Moinsen. A Barn for Robots. Pet House. Cubebots Lodge. Ah ja, genau, hier. Das da hinten, aber da fehlt uns wieder Essen. Das müsste eigentlich... Müssten wir eigentlich hinkriegen. Wir gehen mal kurz hoch und gucken mal, ob die, die Küche durchgekocht hat. Aber ich denke, jetzt für das Angezockt langt das ja auch. Ihr habt erstmal die Grundlagen von dem Spiel vermittelt bekommen. Du bist auf dem Weg und hängst wohl fest. Und seht, um was es in dem Spiel geht. Wer hat hier wieder rumgemüllt? Da habe ich so schön aufgeräumt. Waren das die Nachbarn? So, dann können wir hier gerade nochmal die Reihe nachgießen. Oh. Einmal zu früh gestanden. So, dann nehmen wir mal das Essen mit zu Mike und gucken, ob er uns den, ob er uns praktisch diese Scheune für die Roboter zur Verfügung stellt. Wie viel Müll hier ist. Was ist hier wohl passiert? Ich bin auch gespannt, wie es später weitergeht, hier gerade in den Außengebieten, hier hinten in der Stadt und solche Sachen. Aber das ist jetzt erstmal eine Demo. Von daher dauert das noch etwas. Und wir nehmen uns noch einen Brunnen mit. Hennenhaus haben wir ja schon. Hier noch so ein Potato Bird Feeder. Damit können wir wahrscheinlich das machen, dass die Hühnchen uns automatisch Eier geben, weil man hat ja gesehen, wenn die Hühnchen gefüttert werden mit Kartoffeln, dann geben sie irgendwann Eier. Und die können wir wahrscheinlich später noch weiterverarbeiten. So, mal gucken. Wo können wir diese Scheune für die Roboter hinstellen? Auch die ist ja gar nicht so groß. Stellen wir sie hier hinten in die Ecke, würde ich sagen. So, da klippt so ein bisschen das Gras durch. Hier können wir die wohl überzeugen. Jetzt ist die Frage, auf was die Roboter anspringen. Achso, wir haben noch einen Brunnen. Dann können wir uns das Wasser immer direkt besorgen. Setze ich hier so in die Dorfmitte hin. Jetzt können wir bestimmt hier Wasser. Perfekt, muss man nicht immer zum See zurückrennen. So, guck, hier kann man die geben nämlich Eier. Und dann kriegen sie im Gegenzug eine Kartoffel. Dann können wir noch Sachen durchkochen. Ja, ich denke mal, dass man dann hier die Roboter überzeugen muss, dass die hier mit einziehen. Das ist ja zumindest das, was in der Demo da so angedacht ist. Ja, eine frühe Pre-Alpha-Version. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der kleine Ersteindruck. Alan räumt die Erde auf. Der letzte räumt die Erde auf. Und das ist anscheinend Alan. Ein paar andere noch, die wir nicht wissen, wo die noch hier sind. Aber man hat ja gesehen, dass es hier draußen noch weitergehen wird. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten angezockter Hirnsturz. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.